Hallo, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Diesmal geht es mir darum, dass Deutschland anders Erziehende wie mich oder auch andere Eltern, die das Wechselmodell wollen, diskriminiert. Und mir geht es um den Begriff anders Erziehende, der eben sich anlehnt an den Begriff anders Denkende. Und ich will auch mal ein Beispiel geben, was ich meine. Ich hatte jetzt kürzlich eine Verhandlung am Verwaltungsgericht Sigmaringen. Da ging es um etwas, was ein Polizist unterlassen soll. Und da wurden mehrere Zeugen geladen. Unter anderem die Schulleiterin an der Schule in Munderkingen. Die hat so einen komplexen Namen. Ich glaube, sowas wie Schule an der Donauschleife. Weiß auch nicht, warum die auf diese Idee gekommen sind, das so umzubinden, halte ich aus Marketing-Sicht für völligen Quatsch. Schule an der Donauschleife kann sich wirklich jeder merken. Anyways, diese Schulleiterin, die wurde da befragt zu der Situation, die da war damals. Und die hat dann gesagt, ja, ich bin da hingelaufen und dann habe ich da die Eltern gesehen, die an dem Kind gezerrt haben. Und dann habe ich nachgefragt. Also was ich jetzt erzählt, ist sinngemäße Wiedergabe. Ich habe das Protokoll noch nicht zu dieser Zeugenaussage. Das ist meine Erinnerung. Dann habe ich nachgefragt, ja, was meint sie denn mit zerren? Und dann hat die Schulleiterin gemeint, ja, ich habe halt gesehen, da stehen die zwei Eltern. Und der eine Elternteil hat gesagt, du kommst zu mir, zu dem Kind. Und der andere hat gesagt, du sollst zu mir. Das würde sie mit zerren meinen. Dann habe ich nochmal nachgefragt und habe gesagt, also sie haben gehört, wie die Eltern gesagt haben, das jeweils gesagt haben. Und dann hat die Schulleiterin gesagt, nein, sie hätte es nicht gehört, aber für sie hätte sich das aus der Situation ergeben, die sie gesehen hat. Wenn da zwei Eltern stehen mit dem Kind und sie wusste ja, dass sie getrennt sind, dann zerren die da aneinander. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und habe gefragt, könnte es denn sein, dass ein Elternteil zu dem Kind gesagt hat, du kannst frei entscheiden, wo du hin willst. Und da hat die dann gemeint, sinngemäß, nee, das sei eher auszuschließen, weil quasi typischerweise in der Situation dann die Eltern immer wollen, dass das Kind zu einem der Elternteile geht. Und es war aber so, dass ich tatsächlich damals in der Situation zu meiner jüngeren Tochter damals gesagt habe, also, du kannst frei entscheiden, wo du hin willst, ja. Und das habe ich auch deshalb gesagt, weil ich ja wusste, dass die Mutter auf jeden Fall das Kind so bearbeiten wird, dass das Kind zur Mutter soll. Und ich wollte dem Kind den Druck nehmen, ja. Ich wollte zumindest dem Kind signalisieren, du, ich zwing dich zu gar nichts. Bei mir hast du die Freiheit zu entscheiden. Und da bin ich sozusagen der Anderserziehende, den sich die Schulleiterin in Munderking gar nicht vorstellen kann. Ja? Das kommt in ihrer Vorstellungswelt nicht vor, dass ein getrennt lebender Elternteil seinem Kind die Freiheit gibt, zu entscheiden, wo es hin will. Und kleine Nebenbemerkung, faktisch mache ich das ja schon, weil die älteste Tochter, die ja seit 4 Jahren bei mir lebt, darf zu ihrer Mutter, wie sie will. Ja? Also, die hat genau diese Freiheit. Was ja auch Beweis dafür ist, dass das meine Erziehungsvorstellungen sind, meine Prinzipien, wie ich die Kinder erziehe. Das heißt, ich bin im Vergleich zu der Schulleiterin ein Anderserziehender. Und die Schulleiterin unterscheidet sich von mir in ihren Erziehungsvorstellungen, dass sie von vornherein annimmt, dass wenn Eltern geschieden sind und sich nicht einig sind, wo die Kinder hin sollen, dass dann beide, wie sie gesagt hat, an den Kinder zerren und beide die Kinder bei sich wollen. Und das ist eben nicht der Fall gewesen. Und dieses Muster, ja, ich würde schon sagen, dieses Vorurteil, mit dem die Schulleiterin, die heißt übrigens Jutta Breisch, wenn ich mich richtig erinnere, der Schule in Munderking, ist mit dem Vorurteil an die Situation herangetreten, hat mich da mit meiner Ex-Frau und der Tochter gesehen
und hat dann ihre Schlüsse aus ihren Vorurteilen gezogen, die, ich glaube, sie hat sich sogar auf ihre Erfahrung berufen in der Zeugenaussage, eben aus ihrer Erfahrung stammen. Aber Erfahrung ist eben was Subjektives. Und das so als Beispiel dafür, wie anderserziehende Eltern, ja, die Andersdenkende sind, im Bereich der Erziehung unterdrückt werden. Diese Vorurteile haben auch Jugendamtsmitarbeiter, Richter, Gutachter, Verfahrensbeistände, alle, die am Familiengericht tätig sind oder darüber entscheiden, wie man mit Kindern in Trennungssituationen umgeht, die haben alle ihre Vorurteile, ihre Anführungsstriche Erfahrung. Dann sind sie auch noch zu allem Unglück vielleicht Pädagogen, die dann auch noch denken, sie hätten die fachliche Kompetenz, die aber nichts anderes ist als eine Rationalisierung ihrer Vorurteile. Und auch Richter, die dann denken, ja, ich habe ja Erfahrung als Familienrichter, ja, das ist so. Und es bleibt auch so, ja, das ist meine Erfahrung. Habe ich ja zum Beispiel am Oberlandesgericht Stuttgart erlebt, als dort der Vorsitzende Richter Viertel in der Verhandlung, wie der Pfarrer die Hand auf die Bibel, hat er die Hand auf die Akte gelegt und hat gesagt, ich sehe schon am Umfang der Akte, dass die Eltern hochstrittig sind. Ja. Der Inhalt der Akte hat was anderes gesagt, ja, aber das war ihm egal. Er ist wie die Schulleiterin Breisch an die Situation herangetreten mit seiner Erfahrung, mit seinen Vorurteilen. Und das ist halt das, was da passiert. In Deutschland werden Anderserziehende diskriminiert. Und die Anderserziehenden sind die, die wie ich demokratisch erziehen wollen. Die sagen, völlig egal, was nach der Trennung zwischen den Eltern ist. Die Kinder haben das Recht auf beide Eltern und haben das Recht, die unterschiedlichen Meinungen, Erziehungsstile der Eltern kennenzulernen. Aber das wird in Deutschland nicht ermöglicht. Schaut euch meine Videos an über die Entscheidung vom Bundesverfassungsgerichtshof, nicht Bundesverfassungsgericht, zum Bundesgerichtshof, zum Wechselmodell, Entscheidung von 2017. Da steckt ja auch eine Meinung drin, ja, nämlich, dass die Eltern nach Trennung kommunizieren und kooperieren müssen, damit das Wechselmodell möglich ist, ja, also damit die demokratische Erziehung bei beiden Eltern möglich ist, damit Kinder die Unterschiede der Eltern kennenlernen, plural erzogen werden. Dazu müssen die Eltern kommunizieren und kooperieren. Und das ist auch so eine Erfahrungsmeinung, ja, vom Bundesgerichtshof, die er dann noch mit irgendwelchen wissenschaftlichen Schriften, die er selber ausgewählt hat, dann noch fundieren, ja, begründen versucht. Die hat er aber eher ausgewählt, ja. Also sind es nur Meinungen, die zur Meinung des Bundesgerichtshofs passen, wie erzogen werden sollte, ja, was eine gute Erziehung ist nach Trennung der Eltern, so dass die Kinder beide Eltern gleichberechtigt behalten. Das ist auch wieder eine Unterdrückung von Anderserziehenden bzw. Andersdenkenden, die da eine andere Meinung haben. Die sagen, hey, wenn der eine Elternteil mit mir nicht kommunizieren und kooperieren will, dann kann ich ja auch nicht. Und warum sollen dann meine Kinder einen Elternteil verlieren, ja? Also weniger Zeit mit dem verbringen oder den gar nicht mehr sehen. Das macht keinen Sinn. Das ist dann eine Minderheitenmeinung. Das ist dann eine Erziehungsmeinung, die nicht der als herrschender Erziehungsmeinung einfach so in die Welt gesetzten Ansichten des Bundesgerichtshofs, die aber nicht weniger plausibel sind oder mehr plausibel, als es meine Meinung dazu. Also so werden in Deutschland Anderserziehende unterdrückt, indem ein Gericht oder ein Gutachter oder eine Schulleiterin ihre Erziehungsmeinung, ihre Vorurteile, ihre Erfahrung, ihre angeblich fachliche Grundlage benutzt, um die, die anders erziehen, die anders denken, eine andere Meinung haben, zu unterdrücken. Und es geht nicht, weil der Staat hat sich nicht einzumischen, was die beste Erziehung für ein Kind ist. Und das macht er aber beim Wechselmodell.
Und ich hoffe, das ist in dem Video jetzt gut rausgekommen, was ich damit meine, dass in Deutschland Anderserziehende unterdrückt werden. Danke fürs Zuschauen und Zuhören, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Tschüssikowski.